So, um das zu reparieren, brauchen wir Folgendes. So einen dritten Faden. Hi, ich mach mal wieder was. Kopfhörerkabel reparieren. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Ja, das seht ihr mal. Das Ding ist hier kaputt. Das komplette Kabel ist aufgezwirbelt. Und wie man das jetzt reparieren kann, ist ganz einfach. Man nimmt sich einfach einen dritten Faden. So. Hebt den hier so fest. Und dann versucht man hier das zu flechten. Einmal. Am Anfang ist das Zeug halt ziemlich lang. Da muss man halt hier so anfangen zu flechten. So. 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 Am besten, man macht das irgendwo fest und hat oder hat einen zweiten Mann, der einen hilft. So, und dann muss man halt das so bis ans Ende machen. Wir sehen uns dann gleich. So, ich habe das jetzt hier geflochten. So, das sieht man hier. So. So, und jetzt am Ende macht man jetzt dann hier einfach einen Knoten hin. So, noch einmal drüber, also zwei Knoten, so. Und dann schneidet man einfach dieses Ding weg. Man lässt halt einfach ein bisschen noch länger. So. Und das war's. Repariert. Aber du musst da noch Batterie reinmachen. Ja, wir müssen da noch die Batterie da reinmachen, gell? So, repariert. Dieser Band hat mir repariert. Ich muss sagen, Dankeschön, Papa. Dankeschön, Papa. Bitteschön, Tochter. Und bitte die Glocke aktivieren.